Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Samsung GECO 85Q60 CAUXZG Fernseher sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist an der Zeit, loszulegen. Die Bildschirmdiagonale beträgt 85 Zoll, Bildschirmauflösung 3840x2160 Pixel. Dieses Modell verwendet eine VA-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Fernsehers beträgt 50 bzw. 60 Hertz. Bis zu 100% Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen. Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Ihr Schöpfer ist die Quantum Dot Technologie, die Farben mit bis zu 100% Farbvolumen erzeugt und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei. Filmreife Bilder dank satter Kontraste. Hollywood is coming home. Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10 Plus beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen für lebendige Bilder. Exklusiv auf Samsung TVs Pantone Farben. Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss Pantone zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2030 Pantone Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das Pantone Farberlebnis bieten können. Dual-LED. Die integrierte Dual-LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für intensivere und zugleich feinere Kontraste, indem sie den Farbton immer genau dem Inhalt anpasst, den du gerade schaust. Die Farbe des Fernsehers ist ein Schwarz. Er wiegt 42,5 Kilogramm und hat die folgenden Abmessungen. 190,09 cm in der Breite, 108,57 cm in der Höhe und 2,69 cm in der Tiefe. Und für die Wandmontage gibt es eine 600x400 Weser-Halterung. Das Fernsehgerät hat eine Energieeffizienzklasse von F. Es ist außerdem Energy Star und ROHS zertifiziert. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei normaler Nutzung beträgt 193 Kilowattstunden pro Jahr. Air Slim. Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen. Auf der Rückseite des Fernsehers befinden sich die folgenden Anschlüsse. 2x USB 2.0, einmal Ethernet RJ45, 3x HDMI 2.0, einmal Satellite in F-Type Female, einmal Optical Audio Out, einmal Antenna RF Female und einmal CI Plus 1.4. Dieses Fernsehgerät unterstützt außerdem die folgenden Kommunikationsstandards: LAN, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 5.2, Wireless DeX, Wireless TV On und Wired TV On. Der Fernseher verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt. Das Heimkinosystem oder die Soundbar kann über den optischen Audioausgang und mit einem HDMI-Kabel über eARC an den Fernseher angeschlossen werden. Object Tracking Sound Light. Der von OTS Light erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht. Der Fernseher wird über das Betriebssystem Tizen 7.0 gesteuert. Das System unterstützt viele verschiedene Anwendungen und Streamingdienste. All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort. Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, Spiele und Serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien Medien, Spiele und Hintergründe wird dein Fernseherlebnis optimiert. Je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt. Das war's mit unserem Testbericht zum Samsung GECO 85Q60 CAUXZG Fernseher. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video einen Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!